So, und damit herzlich willkommen zum nächsten ATS-Video hier auf Alpha Logistik. Heute mal aus dem Land der Riesenkartoffeln mit einer Riesenkartoffel. Aus Idaho. Es gibt, ist doch Idaho, ne? Müsste Idaho sein. Es gibt ein neues World of Trucks Event, wo wir, durch das wir also erstmal, auch wenn man dieses World of Trucks Event nicht abgeschlossen hat, bekommt man schon mal diesen neuen Skin für den Kenworth. Aber man bekommt eben auch. Später, wenn man das Event abgeschlossen hat, noch ein paar Rewards, darüber sprechen wir gleich. Und dafür muss man unter anderem einen Auftrag mit diesem Trailer hier, mit dieser Riesenkartoffel abschließen. Von einer Stadt in Idaho, mindestens 100 Meilen lang, aber wir sprechen einfach gleich drüber. Wenn wir im LKW sitzen, ich weiß nicht, ob das echt ist, ob es dieses Ding wirklich gibt. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass es der Weltrekord für irgendwie die größte Kartoffel oder irgendwas ist, aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Auf jeden Fall fahren wir heute damit eine Runde. Von Twin Falls in Idaho nach Nampa. Regeln bei diesem Event sind im Prinzip, dass ihr von Idaho losfahren müsst, von einer Stadt in Idaho. Und insgesamt müsst ihr 7 Aufträge fahren. In 6 davon müsst ihr ganz normal in einem ganz normalen Auflieger Kartoffeln transportieren. Und einen davon müsst ihr hier mit dieser Riesenkartoffel, mit diesem Auflieger hier fahren. Und die müssen alle mindestens 100 Meilen lang sein und müssen in Idaho starten. Es gibt dafür auch, wie immer bei den World of Trucks Events, ein Community-Ziel. Ganz normal. Aber erstmal die persönlichen, also das persönliche Ziel habe ich euch ja gerade erklärt, ne? Und für dieses persönliche Ziel, wenn man das abgeschlossen hat, also diese 6 normalen Kartoffeltransporte und einmal hier dieses Riesending, bekommt man. Für das, also beziehungsweise hier für den Innenraum, da wo jetzt bei mir zum Beispiel die Sonnenbrille liegt, könnte man sich dann eine Schale Kartoffelchips hinstellen und man bekommt irgendwelche Aufkleber, dafür den Kühlschrank. Und da ich es gerade am Handy offen habe, kann ich nicht genau erkennen, was das für Aufkleber sind, was da drauf ist. Aber okay, dann gibt es auch noch das Community-Ziel. Und zwar, sobald 200.000 Lieferungen von Kartoffelaufträgen, also von normalen Kartoffeln oder von, ich habe noch nie so oft das Wort Kartoffel gesagt, Mann, oder von eben dieser Riesenkartoffel abgeschlossen sind, also 200.000 Aufträge insgesamt, bekommen wir alle, die daran teilgenommen haben, eben diese Community-Belohnung. Und das sind auch wieder 2 Steam Inventories, also genau wie diese anderen Sachen auch. Und das sind in dem Fall ein spezieller Idaho-Lufterfrischer, der dann hier oben, also den man sich hier oben quasi dranhängen kann, und Idaho-Aufkleber für den Kühlschrank hier. Und klar, das sind jetzt nicht so die Riesen-Rewards, aber 7 Aufträge kann man ja easy machen. Und einfach um es zu haben, ich werde es auf jeden Fall machen. Ich werde nicht alles davon aufnehmen, natürlich. Es würde sonst auch ein bisschen den Rahmen sprengen, müsste ich auch viel mehr ATS-Videos bringen. ATS kommt ja momentan einmal die Woche, immer mittwochs. Und ich finde es einfach nur lustig mit diesem Riesending hier. Also wie gesagt, den Skin bekommt ihr so oder so. Den könnt ihr jetzt immer für den Kenworth auswählen. Und ich weiß auch gar nicht, ob dieser Trailer hier mit der Riesenkartoffel nachher im Spiel bleibt als Auftrag oder ob der dann wieder rauskommt nach dem Event. Ich würde es feiern, wenn er drin bleiben würde. Bin ich ehrlich. Da habe ich nämlich echt. Ich finde das. Also ich finde das irgendwie cool. Mir macht das irgendwie Spaß. Und es ist halt einfach. Also es ist halt einfach Amerika. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist halt einfach Amerika. Wir sind auf 65 Meilen begrenzt in World of Trucks Aufträgen. Ne? Okay, interessant, obwohl hier 70 sind. Finde ich schade. Und das ist halt einfach typisch Amerika. Ja, wir haben die größte Kartoffel der Welt. Wie viel wiegt die? 3 Tonnen. Das ist halt schon. Das ist halt schon krass, ne? Aber okay. Fahren wir damit halt eben mal. Fahren wir halt eben mal so ein bisschen die Riesenkartoffel spazieren. Ich kann ja gerade mal nebenbei am Handy auf diese Website gehen. Die heißt BiggieThePotato.com. Okay, Moment. Dann gehe ich auf Handy mal kurz auf die Website und schau mal, ob das echt ist. .com. Schauen wir mal. Ist nicht erreicht. Achso, ich habe mich auch vertippt. Was noch mal? Jetzt sollte es passen. Nein, immer noch nicht. Dann google ich das einfach mal. Idaho Potato oder sowas. Ihr müsst ja kommen. Es gibt eine. Es gibt in Idaho eine Marktbehörde für. Ich will es eigentlich gar nicht wissen.
Jetzt habe ich einen Unfall verursacht, weil ich das nicht geguckt habe. Es gibt ein Big Potato Hotel, was aussieht wie eine riesige Kartoffel. Idaho ist echt komisch, Mann. Und hier habe ich tatsächlich ein Bild von diesem Truck gefunden. Ist das jetzt eine echte Kartoffel oder nicht? Das ist es, was mich eigentlich interessiert. Auf jeden Fall ist die, die wir hier jetzt gerade fahren, wohl mittlerweile so eine Art Airbnb, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Neun Meter lang, 3,5 Meter breit, 3 Meter hoch. Wahr gewordene Traum aller Kartoffelfans, ich glaube auch. Steht in der Nähe von Boise in der Realität. Idaho gilt als Kartoffelstaat schlechthin, ja, das ist offensichtlich. Weil viel Ackerland zur Verfügung steht. Es ist halt eine Skulptur, es ist keine echte Kartoffel, okay? Okay, sie ist nicht echt. Das wäre halt auch ein bisschen zu krass. Ich meine, 3 Tonnen Kartoffel wäre halt auch krass. Aber sie sieht auf jeden Fall echt aus. Und, ja, hat hier natürlich auch so überall so ein bisschen Werbung für diese ganze Aktion drauf. Finde ich auf jeden Fall interessant, auch dass es im ETS drin ist. Wobei hier steht halt drauf, it's real, ne? You know it's real when you see it. Ja, okay, das ist wahrscheinlich nicht auf die Kartoffel. Ach, keine Ahnung. Wenn ihr da was wisst, dann schreibt es mir gerne unten rein. Jetzt sich hier nebenbei während der Fahrt zu informieren, ist vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee. Ja, aber finde ich auf jeden Fall, ist ein lustiges Event. Und 7 Aufträge kann man ja mal machen. Das Event wird sicherlich auch ein paar Wochen laufen, wenn nicht sogar einen Monat oder länger. Dementsprechend kann man da, also das ich finde, das kann man schon machen. Und diese Rewards dann einsacken, das ist ja. Irgendwie ist es schon cool, vor allem wenn man jetzt sowieso ein bisschen mehr ETS ATS fährt. Ich werde in nächster Zeit ein bisschen mehr ATS fahren, weil ich da auch wieder Bock drauf habe. Und werde ich auch hier und da einfach mal so einen Auftrag machen und hoffen, dass ich das über die Zeit abschließe. Ich finde es auf jeden Fall mega witzig. Ihr könnt mir eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und diese World of Trucks Events habe ich oft nicht gemacht, aber ich finde die eigentlich echt cool. Nur hat halt oft die Zeit gefehlt. Ich hoffe, dieses Mal bekomme ich es hin. Ich glaube, das letzte, was ich gemacht habe, war dieses Cruising Iberia Event im ETS. Und im ATS habe ich, glaube ich, sogar noch nie eins gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Das sah gerade aus wie eine Riesentomate. Die in Idaho haben es halt auch mit Riesen. Ja gut, eine Tomate ist ja eine Frucht offiziell, glaube ich. Ist kein Gemüse. Und was ist denn da eine Kartoffel? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal, spielt ja auch keine Rolle. Was viel wichtiger ist, ist, dass wir hier vorne rausfahren müssen und jetzt schon fast am Ziel sind. Dann unsere 3 Tonnen Kartoffel bei Walmart abladen können. Gibt es für ein ATS eigentlich einen Real Company Mod? Gibt es sowas? Wenn ja, könnt ihr das ja mal gerne unten reinschreiben. Dann würde ich sowas nämlich auch mal gerne im ATS nutzen. Das Video kommt wahrscheinlich auch noch heute online, an dem Tag, an dem ich es aufnehme. Und morgen kommt wahrscheinlich dann ein Video zu einem etwas anderen Spiel online. Wahrscheinlich, wenn alles klappt, heute mit der Aufnahme dann zu Dirt Rally 2.0. Also morgen kommt auch ein ganz normales ETS-Video, aber am Nachmittag kommt dann ein Video zu Dirt Rally 2.0 online. Was ja das, oder eins der schwersten Rennspiele der Welt sein soll, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Beziehungsweise ich kenne es ja schon. Und ich werde es gleich mal probieren aufzunehmen und schauen. Erstens, ob das von der Performance her geht, mit Aufnahme und guten Grafik-Settings und so weiter. Und ob ich mich gleichzeitig auch noch, weil man muss sich bei dem Spiel enorm konzentrieren, ob ich mich da auf das Spiel konzentrieren kann und gleichzeitig aufnehmen kann. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Wir sind jetzt aber am Ziel angekommen. Dann würde ich sagen, parken wir diese Riesenkartoffel gleich. Ich komme darauf nicht klar. Ne? Das ist halt Amerika. Das ist halt einfach Amerika. Ich meine, sag mir, dass du in Amerika wohnst, ohne mir zu sagen, dass du in Amerika wohnst. Ja, 3 Tonnen Kartoffel. Es ist doch... Und auch der Lack von dem Truck, das ist halt alles maximal Amerika. Das kannst du mir, ich find's lustig. Ich find's lustig und könnt mir eure Meinung, wie gesagt, zu dem Event in die Kommentare schreiben. Bedanke mich schon mal bei euch fürs Zusehen. Wir werden ja wahrscheinlich jetzt nur noch geradeaus in die Parklücke fahren müssen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und
bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.